Heute nehmen wir euch mit auf eine schwindelerregende Reise mit der Waldecker Bergbahn, wo Höhenunterschiede überwunden werden, die selbst mancher Stimmungsschwankung eines Teenagers Konkurrenz machen würden. Die Waldecker Bergbahn, ja, die gleiche Bahn, die sogar den mutigsten Passagier zum Überlegen bringt, ob er vielleicht doch lieber einen gemütlichen Spaziergang den Berg hinauf bevorzugt. Doch hey, wer hat schon Zeit für gemütliche Spaziergänge, wenn man sich stattdessen in eine Kabine quetschen kann, die so viele Fragen aufwirft wie eine Mathematikprüfung am Montagmorgen? Während wir also den Berg erklimmen, oder besser gesagt, uns von ihm erklimmen lassen, können wir nur hoffen, dass der Fahrstil des heutigen Bahnfahrers nicht von der Achterbahnschule kommt. Denn wenn wir schon in die Höhe katapultiert werden, dann wenigstens mit einem Grinsen im Gesicht und nicht mit einem Schrei, der die Vögel im Wald vor Neid erblassen lässt. Und natürlich, liebe Zuschauerinnen, vergessen wir nicht die atemberaubende Aussicht. Oder sollte ich sagen, die atemraubende Aussicht, denn so manchem wird angesichts der steilen Abhänge und schwindelerregenden Tiefen der Atem stocken. Aber keine Sorge, die Bergbahn hat sich bisher noch nicht entschieden, Bergziegen im Shuttle-Service anzubieten. Also, anschnallen, festhalten und vor allem, nicht vergessen, den Fotoapparat festzuhalten. Denn egal, ob man schweißnasse Hände vor Aufregung hat oder vor Lachen, die Waldecker Bergbahn bietet eine Erfahrung, die man so schnell nicht vergessen wird. Und für diejenigen, die lieber beide Augen geschlossen halten, bieten wir heute eine exklusive Audiotour an, mit Geschichten über mutige Eichhörnchen, die den Berg in Rekordzeit erklommen haben. Das war's von uns hier oben in den Wolken. Ich meine natürlich, hier oben auf dem Berg. Zurück zu Ihnen im Studio, wo der Boden hoffentlich fest unter den Füßen bleibt.